und herzlich willkommen zurück bei MC United und heute ganz allein. Ja, aber mir ist aufgefallen, wenn ich alleine aufnehme, ist das erste Mal, dass eine Art Singleplayer-LP auf unserem Kanal online geht. Dann habe ich mir so überlegt, was kann man alleine so Schönes machen. Ja, und als erstes sage ich euch heute mal, werde ich versuchen, extrem produktiv zu sein, damit ich mal ein bisschen Zeug schaffe. Als zweites gibt es eine kleine Neuerung, wie ihr im Hintergrund schon hört, habe ich ein bisschen Musik im Hintergrund eingespielt. Wenn ihr irgendwelche Musikwünsche habt oder so, die ich mal ins Video einbinden kann, könnt ihr die gerne schicken. Hoi! Guck mal einer an! Hallo! Das ist ja interessant. Ja, und ansonsten ist bei mir noch alles beim Alten. Ich habe noch nicht viel weiter gespielt. Das ist jetzt die erste Aufnahme, nachdem ich das letzte Mal mit Chop & Strafe aufgenommen habe. Weil ich zwischendurch ein bisschen krank war und deswegen nicht aufnehmen konnte. Nicht explodieren, bitte. Genau, und ja, jetzt war ich stehen geblieben bei der Musik. Was haben wir denn noch Neues? Eigentlich war es das ansonsten. Ach genau, und dann, was ich diese Folge noch mit euch machen wollte, war folgendes. Und zwar habe ich mir so gedacht, damit meine Folgen nicht so ganz uninteressant werden, weil ich jetzt versuchen werde, die ganze Zeit nur durchzubauen und so. Mache ich jetzt schon nicht, aber ich probiere es zumindest. Habe ich mir so gedacht, man könnte doch so ein bisschen Wissen verbreiten. Und da wir hier nicht in der Schule sind, habe ich mir gedacht, unnützes Wissen ist doch viel interessanter. So. Und da habe ich mir jetzt einfach so gedacht, lade ich mir mal eine App runter, also so eine unnützes Wissen-App. Und dann kann ich jetzt da mal ein bisschen so draus vorlesen und dann mal darüber so ein bisschen rumplabbern. Fangen wir mal an. Alexander der Große war 1,50 Meter groß. Mhm. Das ist ganz schön unlogisch irgendwie, dass so ein kleiner Mann so ein großer König werden kann. Beziehungsweise König. Aber ich habe eigentlich null Plan über Alexander den Großen, auch wenn er ein Namensvetter von mir ist. Also Vornamensvetter. Naja, gehen wir weiter. Eine Maus hat ca. 30 Kilokalorien. Kann ich leider nicht beurteilen, habe ich noch keine Maus gegessen. Auch wenn man das ja beim Essen nicht merkt. Egal, Wurst. So, nächster. 25 Schrauben halten den VW-Käfer von 1960 zusammen. Okay, ich werde nicht mehr in einen VW-Käfer einsteigen. Weil man ja nicht weiß, ob der von 1960 ist. So, haben wir gleich viel drin. Brauche ich das überhaupt? Ach klar, brauche ich das. Hier, guck mal, ich kann da mein Eisen mal eine Runde brennen. So, dann gucken wir uns erstmal ein bisschen um. Oder soll ich vielleicht erstmal schlafen gehen? Ich glaube, ich gehe erstmal schlafen. Bin ja der Einzige, ja. Sogar komplett alleine auf dem Server. Ich alle alleine gelassen. So, können wir weiter gucken. Oh mein Gott. Heringe kommunizieren durch Furzen. Okay. Ich habe soeben den Glauben an die Intelligenz der Fische verloren. Ob die überhaupt vorhanden ist, weiß ich nicht mal. Keine Ahnung. So, was wir heute machen werden, ist auf jeden Fall das Dach hier. Und mal gucken, wie weit wir da innerhalb von 15 Minuten vorankommen. Habe ich jetzt das. Oh, jetzt habe ich die Erde unten vergessen. Oh mein Gott. Macht's weg. Geronimo! Oh fuck! So dumm, ne? Ich bin einfach nur so dumm. Oh, ich bin so dumm, wirklich. So richtig strohdumm. Hä? Ist da gerade zwei Lieder? Ne. Okay, ist da gerade komisch. Ja, die Kohle, die kann ich mir irgendwann anders holen. Ich wollte jetzt nicht. Oh, ärgert mich das jetzt, ey, wirklich. Oh. Toll. Mann. Egal, wie sieht's mit dem Eisen aus? Gut. Ach, Quatsch. So. Habe ich eigentlich noch alles, was ich brauche für die. Ja, ich glaube schon. So. Das sah ganz anders aus wie vorher. Wow! Mega Lex. Of Hell. Wer war das gerade? Komisch.
Eigenartig. Aber mir fällt gerade auf. Ganz kurz mal Skype beenden. Jetzt könnte es gleich ein Geräusch geben, das ihr bestimmt kennen werdet. Da kommt's. So, gehen wir mal hier hoch. Gucken uns das mal von oben an. Wie weit war ich denn hier schon? Ah, okay, ich brauche Treppen. Habe ich Treppen? Habe ich Treppen? Habe ich Treppen? Habe ich Treppen? Ich habe keine Treppen. Okay, aber hier unten war doch, glaube ich, ja, genau. So. Zack. Mal Uno. Zack, komm, der Rest, den machen wir einfach mal so. Ich muss vor allen Dingen mal das Zeug, was ich überhaupt nicht brauche, muss ich mal aussortieren. Meine Güte. So, achso, das geht ja nicht wegen dem Schnee. So. Und dann das hier. Hä? Warte mal, ich habe eine andere Idee. Geht das nicht eigentlich so, dass wenn man... Haha! Sieht doch viel besser aus. Oder? Sieht das viel besser aus? So oder so. Ich sehe das schon so viel besser aus hier. Ich muss jetzt bei allen noch ändern. So. Muss ich mich ja ein bisschen beeilen, weil wie ihr wisst, ist ja jede Folge nur 50 Minuten lang. Übrigens! Fällt mir gerade ein, gestern, nein, was Quatsch, was laber ich? Vor 2 Tagen war das PvP-Event das erste, was ja so, also was irgendwann auch ziemlich kurzfristig war. Ich hatte da erst nicht viel mitbekommen, oder es war nicht kurzfristig, aber ich habe es halt nicht mitbekommen. Und ich war auch zu dem Moment halt ein bisschen krank, deswegen konnte ich da nicht dran teilnehmen. Habe aber den Livestream von Wanderfall geschaut. Und, ja, das war ganz witzig. Ich werde auf jeden Fall die Links mal auf unserer Facebook-Seite posten, dann könnt ihr euch das mal angucken. Und beim nächsten PvP-Event bin ich dann hoffentlich wieder dabei. Ich werde auch nicht verraten, wer gewonnen hat, auch wenn ich es weiß. Ja. Mehr gibt es dazu eigentlich nichts zu sagen. Außer, dass wir mal uns wieder die dem unnützen Wissen zuwenden können. 2003 wurden in Deutschland 185.350 Tonnen Tiefkühlpizza gegessen. Ja, bin ich mitverantwortlich, kann ich so sagen. Weil, schmeckt geil. Ist zwar nichts, was auf Dauer so gesund ist, aber schmeckt trotzdem geil. Wieso habe ich eigentlich 2 Bögen? Strange. Wie mache ich jetzt das Dach? Mache ich das aus Glas? Das sieht bestimmt geil aus. Und weiter kommt dann der ganze Schnee oben drauf, ne? Das bringt es dann eigentlich auch nicht, oder? Oder? Gibt's eigentlich Glastreppen? Gibt's nicht, oder? Ist eigentlich auch mal eine Idee, Glastreppen. Ich guck trotzdem mal nach, auch wenn ich nicht glaube. Nee. Schade. Und wenn ich das Glas bunt mache? So buntes Glas hier oben drauf? Sieht das aus wie eine Kirche, oder? Frage ist jetzt... Ne, komm, ich mach das so, das finde ich cool. Oh. Wie ihr wisst, spielen wir ja hier auf der 1.79, das bedeutet, die allen ganzen Neuerungen von der aktuellen Minecraft-Version sind ja hier noch gar nicht dabei. Deswegen kann es hier noch gar keine Glastreppen geben, weil die bei der 1.79 auf jeden Fall nicht dabei waren. Vielleicht sind sie bei der 1.8 dabei, muss ich mal nachgucken im Singleplayer irgendwann mal. Kann ich euch dann im Nachhinein noch nachliefern, vielleicht. So, ich brauche neues Glas. Habe ich wahrscheinlich nicht mehr. Deswegen kann ich jetzt hier erstmal kurz abernten. Was ich... Oh, was ist mir passiert? Lulu.
So, es ist Zeit, würde ich sagen, für einen neuen unnützen Fakt. Was? Donald Ducks zweiter Name lautet Fentleroy. Hä? Fentleroy, das kommt mir irgendwie bekannt vor aus irgendeinem Film. Fentleroy. Aber das, what the fuck? Fentleroy, wie kommt man auf sowas? Und dann im Vergleich mit Donald, das ist ja... Fentleroy klingt wie so ein mittelalterlicher Name und Donald Duck ist... Also Donald... Ja gut, okay, Donald klingt auch nicht viel besser, aber... Komisch. Fentleroy. Mhm. Otto Chili sammelte Zuckerstücke. Chili und Zuckerstücke. Ha. So witzig. Nächster. Meister Proper heißt in Spanien Don Limpio. Was ein Müll. Don Limpio. Na gut, okay. Also, ich weiß nicht. Hat Limpio irgendeine besondere Bedeutung? Klingt nach Lampe. Limpio Lampe. Ja, da lass ich meiner Fantasie wieder freien Lauf. So, the next. Oh mein Gott. Ich muss diesen Namen erstmal entziffern, bevor ich das vorlese. Und dazu muss ich ein bisschen stehen bleiben. Glukodermaphobie ist die Angst vor der Haut, die sich auf dem Kakao bildet. Glukodermaphobie, aha. Also ich habe die definitiv nicht. Ich mag diese Haut. Ist gar nicht so schlecht. So, jetzt muss ich Sandfarmen gehen, oder? Ist da hinten noch welche? Ja. Also dem muss ich mir hier mal Gedanken drüber machen, wie ich das hier jetzt nun... Oh, guckt euch das mal an, ey. Das ist doch geil, oder? Chobits Rave, du bist ein Minecraft-Gott. Und mag du auch. Cool. Wem gehört das Haus da hinten? Ich glaube, das war Cinetic, oder? Und das da hinten war CKK. Ja, und das ist unser Gemeinschaftshaus. Das kennt ja jeder. Ich kann mich dann auch noch mal bei den anderen umschauen gehen. Aber ich glaube, das wird in dieser Folge nichts mehr, weil wenn ich in dieser Folge... Ups, Mega-Ruckler. Wenn ich in dieser Folge noch Sandfarmen gehe, dann wird das ziemlich knapp. So, nächster unnützer Fakt. Die Austrittsgeschwindigkeit des Rauchgases aus dem Schornsteinkopf beträgt bei Kohlekraftwerken bis zu 20 Meter pro Sekunde. Ich lese immer so komisch stockend vor, weil ich immer so auf dem Bildschirm noch gucken muss nebenbei. Ja, toll. Kohlekraftwerke. Erinnere mich an Chemie und Chemie mag ich nicht. So, in den Casinos von Las Vegas sind keine Uhren zu sehen. Ja, damit die sich tot zocken. Ich würde auch schon mal gerne nach Las Vegas. Las Vegas ist bestimmt mega geil, wenn man sich so diese großen YouTuber anguckt, wie die alle in der Welt herumreisen. Dann wird einem schon manchmal echt richtig schön neidisch. Ja, es ist schon fett, Las Vegas bestimmt. Vor allen Dingen ist da eigentlich, also ich kann mich nicht dran erinnern, irgendwann mal... von jemandem gehört zu haben oder mal gesehen zu haben, wenn man den Fernsehen gesehen hat, dass in Las Vegas schlechtes Wetter war. Nein! So. Ach komm, scheiß drauf. Ja, genau. Brauche ich noch irgendwas? Ja, eine Spitzhacke. So. Zack. Oh. Alter, was ist denn hier gerade los? Wieso habe ich denn auch noch solche komischen Ruckler, ey? Das ist nervvoll. Zeit für einen neuen Fakt. Ein Esel versinkt in Treibsand, ein Maultier nicht. Ja. Keine Ahnung, was ich dazu jetzt sagen soll. Esel sind voll die coolen Tiere, finde ich irgendwie. Weiß nicht warum. Ich finde das einfach. Wieso? Was habe ich denn hier alles für Müll mit, ey? Das ist ja echt nicht zum Aushalten. Das kann ich ihn hier mal wegwerfen. Also voll, eigentlich würde ich schon gern vieles behalten. Aber ich kann mal was essen und vielleicht geht es danach weg. Schon. Jawoll! Na gut. So, Lava ist da drin. Ja. Ah, oh. Hier ist noch ein wenig Sand. Oh oh. Ich bin hier viel geguckt. Der Wecker klingelt und das bedeutet Folge zu Ende. Wir sehen uns. Mega Ruckler, was geht denn hier ab, ey?
Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut da rein. Tschüss.